Und ja, hier wäre einmal, wie heißt das Zeug nochmal? Drachenblut. Und Titan. Auf der Tafel steht, nun habt ihr die rechte Hälfte erreicht. Jetzt werde ich euch ein Rätsel geben, das euch sagen wird, wohin ihr als nächstes graben müsst. Bereit dafür? Es ist ziemlich schwierig. Ihr solltet in die Richtung graben, die sich reimt auf munter. Genauso munter, wie ihr seid, weil ihr euch an diesem schwierigen Rätsel versucht. Naja, ich bin munter. Also runter. Wobei die nette Markierung hier sagt, mir grab in diese Richtung. Und hier sind noch mehr Räume im Weg. Also ja, so viel dazu, dass uns die Tafeln helfen. Und ich lasse die Ressourcen einfach mal, wo sie sind, und aktiviere nur Tafeln. Einfach, weil wir die Ressourcen in der Mission noch nicht wirklich brauchen. Und ja, das ist Obsidian. Ich glaube, wir haben bis auf Drachenblut, was da drüben ist, alle Ressourcen. Haha, ganz kalt, viel zu weit gegraben, so ein Jammer. Dann schreibe ich einfach den genauen Ort hin, Mann. Ja, hier liegen wieder Kartoffeln rum. Auf dem Titan. Und da wären Knochen. Okay, Knochen sind essbar. Gut, das heißt, wir können in den Raum buddeln. Und von dem Raum dann wahrscheinlich weiter in den Raum. Jo. Das hier sieht nämlich... Nee, das ist kein Undigium. Ist lustig, Undigium haben wir noch nicht so viel gefunden. Wahrscheinlich hauptsächlich bei uns oben. In der Hauptbasis. Wie sieht's denn da eigentlich aus? Da war ich ja auch schon jetzt eine Weile lang nicht mehr. Okay, sieht's da aus. Oh! Hi, Goblin. Bye bye, Goblin. Genau, schlag den Goblin. Währenddessen kann ich ja hier mal ein bisschen dekorieren. Genau. Wo habe ich jetzt gerade Holz gesetzt? Wahrscheinlich hier oben. So. Gut. So sieht unser Außenposten wenigstens etwas heimisch aus. Noch ein paar Holzwände, dann sieht es aus wie eine richtige Baracke. Jo. So, dann aktiviert mal den Stein hier und dann gucken wir weiter. Das ist nämlich die letzte Tafel, die wir finden müssten. Oh, hier oben wären auch noch Räume gewesen. Anscheinend hat noch jemand anderes hier etwas geschrieben. Ich bin der Bruder von dem, der normalerweise die Runentafeln schreibt. Lies es aufmerksam, denn ich werde euch die exakte Position der Schatzkammer verraten. Ihr seid nicht fern, aber ihr müsst... Bäm, blöder Bruder, auf diese Tafel schreibe nur ich. Nein, warum konnte er den Satz nicht beenden? Okay, wir haben... schon mal genug Tafeln gefunden, um die King's Quest abzuschließen. Da hoffe ich mal, dass jetzt bald ein Grabzwerg kommt. Hä? Achso, da läuft das schon. Und da lang gräbt.
Komm. Ja. Los. Ein weiterer Goblin-Hort mit Level 8 Goblins. Level 8 Goblins mit Knarren. Und einem Forschungstisch. Sehr schön, jetzt haben wir bessere Waffen. Bessere Spitzhacken, die haben die Waffen. Gut, eigentlich müsste ich jetzt hier weiter graben. Und um hier weiter graben zu können, brauchen wir hier Leitern. So. Und ich habe gerade keinen Durchblick, wer gerade gewinnt und wer verliert. Okay, wir haben schon mal einen von ihnen besiegt. Und beide besiegt, Gott sei Dank. Ernsthaft, wie weit geht das noch runter? Also ja, ich weiß, ich habe die Mission schon mal gemacht. Aber kommt, das ist jetzt schon die zweite Aufnahmesession, wo ich an dieser Mission hänge. Das kann doch nicht sein. Hallo, Jungs. Jetzt willst du mich veralbern? Hau bloß ab da. Da sind nämlich wieder zwei Kanoniere. Ah, aber die haben Goldthron. Und ich habe zu viel Holz. Oh, das könnte übel werden, hier ins Kreuzfeuer genommen zu werden. Sag mal, schießt du auf deinen eigenen Kumpel? Irgendwie sieht das fast so aus, als ob der da auf seinen Freund schießt. So, wie graben wir jetzt weiter? Am besten hier lang. Wobei, hier lang müssten wir auch graben. Hä? Wo habe ich jetzt reingegraben? Im Augenblick wird doch gar nirgends gegraben, oder? Also abgesehen von den beiden Orten hier. Und ja, das da unten müsste die Schatzkammer sein. Hey, achso, das war die mit... Ups. Das war die Mitteilung, dass wir einen... dass wir einen Forschungspunkt gekriegt haben. Gut, worin investieren wir den? Am besten den Plattenpanzer. Schlafsack ist nämlich nicht so wichtig. Düngesteinverbesserung auch nicht. Essensration wäre nice. Nee, Plattenpanzer. Und doch, wir nähern uns, glaube ich, langsam der Schatzkammer. Das könnte nämlich entweder der große Raum sein oder der Raum hier. Noch eine Tafel. Hoffentlich steht auf dieser endlich weise Worte geschrieben. Was wollt ihr denn hier? Falsche Seite. Grrr. Und wieder Goblins. Und wieder spendiere ich denen eine Leiter. Ach, diesmal sind es wieder Nahkampf-Goblins. Das heißt, meine Truppe ist auf dem Weg, um die aufzuhalten. Während ich mir überlege, in welche Richtung wir nun weitergraben müssten. Also ja, nach unten zeigen die an.
Und ja, weiter als nach unten geht's eigentlich gar nicht mehr. Höchstens noch zu dem Raum hier. Wie kommen wir zu dem am besten? Indem wir so lang graben. Und so. Und so müssten wir direkt über dem Raum sein. Ja, und so können auch zwei Miner gleichzeitig minern. Was sagst du? Wo seid ihr denn falsch abgebogen? Ihr habt zu weit gegraben. Echt ernsthaft? Ja, so kann man es auch machen. Wobei hier ist schlecht. Machen wir einfach so. Das nennt man zwergische... Ja, wie nennt man das am besten? Zwergische Ingenieurswissenschaften, wenn man von beiden Seiten aus gräbt. Zwergische Innovation. So, von dem Raum aus kommen wir dann in den Raum und kommen dann auch noch da drüben hin. Wobei wir können auch noch in den Raum hier. So reingraben. Und ja, gucken wir mal kurz zu unserem Forscher nach oben. So kommen wir schnell in unser Gebiet. Oh, ich habe vergessen, noch einen Gelehrten aus dir zu machen. Aber da bist du schon mal Stufe 6, was ziemlich gut ist. Weil jetzt habe ich Forscher. Und weil ich genug Material habe, darfst du mir hier so einen legendären Stuhl für die Forscher bauen. Yay, so. So, wieder runter zu meinen Bergarbeitern. Hier können wir übrigens dann auch eine Abkürzung hinsetzen. So. Während die sich da in weiteres Obsidian buddeln. Und ich darauf warte, dass der letzte Bergarbeiter, wo ist denn der? Da ist er. Irgendwohin geht zum Graben. Was auch immer er da unten gesucht hat. Hier kann ich da reinbuddeln, da kann ich da reinbuddeln. Ja, und ich bringe jetzt die Mission in der Aufnahmesession noch zu Ende. Bei viel ist das hoffentlich nicht mehr. Wir haben die King's Quest schon alle erfüllt. Ah. Ein Goblin-Schütze. Hier können wir nicht bauen, weil drüber der Block nicht frei ist. Jetzt aber so. Und? Jetzt wird hier eins runtergegraben. Kommen meine Militärs? Nein, die bewachen hier. Okay, warum kommt ihr nicht?